Alle von Reims, einer neben dem anderen und zu jener Zeit etwas Ungeheuerliches, deutsche Truppen mit deutschen Panzern auf dem französischen Übungsplatz von Montmelon, also auf den Schlachtfeldern des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Viele Jahrzehnte später dann Helmut Kohl und François Mitterrand Hand in Hand in Verdun. In Verdun, aber man sollte eine Zwischenphase nicht vergessen, die ganz wesentlich ist. Denn die Gefahr bestand natürlich, dass die ganze Angelegenheit als eine, von deutscher Seite, als eine rheinisch-katholische Angelegenheit betrachtet wurde. Und es war wirklich das Verdienst von Helmut Schmidt, der Protestant ist, der Hanseat ist, preußisch orientiert, Bewunderer Englands, der aber aus der Vernunft erkannt hat, dass die Bindung an Frankreich prioritär wäre. Und dann hat er eben in Giscard d'Estaing einen charakterlich völlig anders veranlagten Menschen gefunden, aber mit dem er harmonierte und mit dem diese Vereinigung weitergebracht hat. Und dann, wie gesagt, kam diese seltsame Paarung von Helmut Kohl und François Mitterrand. Zwei Charaktere, wie sie unterschiedlich gar nicht sein können. So wie Franzosen und Deutsche eben unterschiedlich sind. Könnte es sein, dass es für die Zukunft Europas bedeutend ist, dieser Zusammenhalt zwischen Deutschland und Frankreich, ist das der eigentliche Kern für die Zukunft? Ich kann aus meiner persönlichen Vergangenheit und Veranlagung natürlich das nur bejahen. Aber ich glaube, mit dem Europa der 27, was wir heute haben, können wir vielleicht einen halbwegs erfolgreichen Wirtschaftsraum schaffen. Nicht eine Freihandelszone, wie es im Grunde die Engländer von Anfang an angestrebt haben. Aber wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir an eine gemeinsame Außenpolitik und vor allem auch an eine gemeinsame Verteidigung denken müssen. Und da kann man nur auf einen harten Kern zurückfallen oder man fällt dann eines Tages in die nationalstaatliche Idee zurück. Die Gefahr ist in keiner Weise gebannt. Was natürlich auch diese deutsche Position, auch die französische Position im Moment schwächt, ist ja auch die Aussage der Bundeskanzlerin, dass man eine werteorientierte Politik betreiben solle. Ja, welche sind denn die Werte in Europa? Welche Werte, genau. Es gibt islamische Werte ja auch. Es gibt durchaus auch konfuzianische, chinesische Werte. Aber dass die Kanzlerin Führerin einer christlichen Partei nicht sagt, es sind die christlichen Werte, die wir betonen müssen. Nämlich, das ist doch im Grunde, auch wenn wir es als Mythos, als Legende, wie auch immer, dass wir uns darauf stützen müssen, das wagt keiner auszudrücken. Aber das wäre es eigentlich. Das wäre es. Das Einzige, was wir haben, die Werte des Christentums, die Werte der Aufklärung. Die Aufklärung, die im Grunde, nicht so wenig, steht da nicht gerne ein, aus dem Christentum hervorgegangen ist. Aber es gibt ein Handbuch der französischen Armee, seltsamerweise, und die ist durchaus laizistisch erzogen, in der es heißt, die Menschenrechte sind kein Religionsersatz. Und für die abstrakte Idee der Menschenrechte stirbt man nicht so leicht wie zum Beispiel heute ein Moslem für die Idee seiner islamischen Überzeugung, für den Koran stirbt. Nicht? Es ist ja auch bezeichnend, dass im islamischen Raum der Satz gilt, La Hizb illa Hizbullah, keine Partei außer der Partei Allahs. Und im amerikanischen Fundamentalismus, in einer exzessiven Form, heißt es dann bei gewissen Baptistenpredigern, if you don't believe in Jesus Christ, you'll go to hell. Ich habe nicht an Jesus Christus gehst zur Hölle. Es sind also, sagen wir, noch sehr scharfe Kontraste, die dort gezogen sind. Aber das kann für uns kein Maßstab sein. Das kann für uns auf keinen Fall ein Maßstab sein. Ich meine, wir müssen da eine ganz andere, sagen wir, Position beziehen. Aber wie gesagt, wir müssen eine neue Wehrhaftigkeit entwickeln, die einfach nicht vorhanden ist in einer Welt, die von allen Seiten bedrohend auf uns zukommt. Wenn wir, sagen wir mal, von den Höhen von Vézelay ausblicken, da kommt ein anderer Satz von André Malraux ins Gedächtnis. Und wo er in einem Gespräch mit de Gaulle, Colombet de Deux-Églises, sagte, was war denn Europa zur Zeit Alexanders des Großen? Das waren die Wälder dort, jenseits des Fensters.